Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor TV und es gibt mal wieder ein Interview mit einer interessanten Aktie der Ferratum AG, die ich auch schon sehr, sehr lange verfolge. War auch eine sehr volatile Zeit und auch in der aktuellen Situation auf dem ersten Blick kein einfaches Geschäftsmodell. Aber vielleicht, Herr Eger ist der CFO von Ferratum. Erklären Sie ein bisschen, was Ferratum genau macht und wie Sie Geld verdienen. Also Ferratum ist ein 100% online Service Provider mit einem vollen Fokus auf Financial Services. Ursprünglich Consumer Lending, innerhalb der letzten 5-6 Jahre mit einem relativ stark wachsenden SME, also KMU Lending, beide eben eine 100%ige Online Strategie anzubieten und darüber hinaus Mobile Wallet Services und Ähnliches für SMEs. Genau, also das größte Teil ist ja, sagen wir eigentlich Privatkredite an Privatpersonen. Genau. Und genau, Sie hatten auch eine Mobile Bank. Da habe ich jetzt lustigerweise heute eine E-Mail bekommen, dass das in Deutschland jetzt erstmal gestoppt wird und es soll ein neues Produkt geben. Was will man da anders machen? Also vor 2-3 Jahren war sicherlich die Hoffnung, man schafft es, sag ich mal, ein neues N26 oder sowas aufzubauen, was natürlich so als Nebenprojekt schwierig ist. Was waren da so ein bisschen die Lessons learned? Und wo soll ich? Ja, die letzten Land waren zum einen technischer Natur. Das heißt, wir haben das Thema technisch neu aufgesetzt, daher eben auch diese Änderung. Wir sind in den letzten 2 Jahren, nach einigen Investments in den letzten 2 Jahren, nunmehr in der Position, das Produkt live zu haben. Das heißt also, aktuell Latvia ist unser Testmarkt, wenn man so möchte, allerdings im Echtbetrieb. Damals wertvolle Erfahrungen qualitativer und quantitativer Hinsicht gesammelt. Und Next Step ist natürlich, das Produkt in anderen europäischen Ländern auf den Markt zu bringen. In Richtung kann man da denken, dass es eigentlich so eine Vollbank gibt. Also wenn ich sage, ich habe in dem neuen System, ist es dann plattformfähig. Ich kann, wenn ich dort Geld überweise, kann ich dann vielleicht das auch investieren. Ich kann Kreditservices in Anspruch nehmen von euch oder von anderen. Und das war in der Technik nicht möglich. Oder in welche Richtung muss man da denken? Ja, Payment zum Beispiel. Also volle Funktionalitäten eines Accounts. Alles, man kann da auch in Richtung Debit- und Kreditkarten denken, sowohl physisch als auch in unserem Falle. Natürlich bietet sich an, das auch rein virtuell anzubieten. Das heißt, es wird ein fully functional Set of Leistungen, die eben Kunden oder Consumer verwenden wollen, die einen sehr starken Online-Fokus haben im Management ihrer Finanzen. Bisher war eben der Ansatz von Ferratum, sich auf die Kreditvergabe zu fokussieren. Das ist uns einfach, ich will nicht sagen zu eng, aber es bietet sich an, diese Palette zu verbreitern. Auch das Kreditlimit oder Kreditlinie für Privatpersonen, wenn ich das sehe. Also das ist einer der wenigen Kreditprodukte, die ich auch selber als Privatperson irgendwie nutze, weil anstatt, dass man jetzt, sage ich mal, irgendwie einen großen Notgroschen hat, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Immobilien investiert, macht es irgendwie sinnvoll, dass man da ein Kreditlimit hat, wo man sagt, okay, jetzt steht eine große Reparatur an, ich muss nicht so viel Geld vorhalten, aber dann gehe ich halt mal für ein paar Monate irgendwie in das ist. Wie funktioniert das genau und was sind da so die typischen Kunden, weil das ist ja auch dann immer das schnell, dass die Leute vielleicht irgendwie das betrügen wollen und sagen, ich will da irgendwie Geld abziehen und dann zahlen sie nicht. Also sagen Sie, was ist so der typische Kunde in diesem Kreditlimit? Weil ich kriege ja bei meiner normalen Bank auch ein Kreditlimit. Jetzt vielleicht nicht wahnsinnig viel. Warum sollte ich da zur Ferratum gehen? Naja, zum einen allein schon der Onboarding-Prozess und der Schritt hin zur Kundenwertung, wenn man so möchte, ist in einem reinen Online-Geschäftsmodell, wie Ferratum anbietet, schon professionalisiert auf Effizienz und Geschwindigkeit ausgerichtet, sodass sie nach unserem Dafürhalten schon rascher, einfacher und effizienter einmal in die Kundenbeziehung kommen und auch wesentlich schneller. Punkt 1. Punkt 2 zum typischen Kunden. Was Sie beschrieben haben, das sind genau die Use Cases, um die es geht. Das heißt also kurzfristiger Cash-Bedarf, der eben auch nicht permanent gegeben sein muss. Das beschreibt es eigentlich ganz exakt. Sie haben gesagt, das ist das Hauptprodukt. Das ist so. 55-58% roundabout der gesamte Revenue-Generierung ist auf das Produkt zurückzuführen, ist auf das, das letztendlich in der Covid-Crisis
das Produkt war, das am wenigsten davon beeinflusst war, weil eben genau diese Services bietet eine gewisse Stabilität im Management der eigenen Finanzen, einen Cash-Ausgleich, einen Spitzenausgleich in Zeiten, wo es eben erforderlich ist. Und auch genau für diese Kunden ist es dann natürlich auch super attraktiv, da über ein Mobile Wallet ein Produkt, einen Zugang zu weiteren Produkten zu haben, Deposit zum Beispiel. Also wenn man in Richtung Cash-Ausgleich denkt, dann denkt man automatisch eben auch in Richtung Veranlagung, wenn man das aus einer Hand anbieten kann und auch Deposit-Services wahrnehmen kann, in weiterer Folge dann in Richtung Versicherungsservices denken kann, in Richtung andere Veranlagungsprodukte, dann passt es extrem gut zum Produkt Credit Limit. Bei einem Bereich haben Sie, glaube ich, eine neue Marke aufgebaut beim Small and Medium Enterprise Lending mit Cashbox. Ja, ne? Das war ja auch dann so der Gedanke. Können Sie da ein bisschen, das gibt es ja auch noch nicht so lange, wie ist da so die, sag ich mal, die Strategie, was ist da anders zum Consumer Lending, ne? Weil, sag ich mal, viele, sag ich mal, so ein, zwei Personenfirmen, da hat man natürlich dann auch oft nicht so viel Daten. Geht es dann mehr über die Finanzdaten der Firma oder der Person? Können Sie da ein paar Sachen teilen? Ja, zum strategischen Ansatz und dann vielleicht zur Branding-Frage. Der strategische Ansatz ist, im klein- und mittelbetrieblich strukturierten Segment, wobei Vordergrund auf K von KMU oder S von SME in dem Fall liegt, also wirklich die kleingewerblich strukturierte Wirtschaft, die ganz einfach das Problem hat, dass sie keinen Zugang zu externem Funding hat, also zur Debtfinanzierung im Grunde null Zugang hat. Das heißt auf der anderen Seite, dass es einen enormen Funding-Gap gibt für diese kleingewerblich strukturierte Wirtschaft. Und dieses Segment geht es uns und es gibt aktuell oder bisher gab es keinen dominanten European Player, der dieses Segment abdeckt. Und das ist die Zielsetzung, die wir haben. Also das ist jetzt nicht nur ein Beiwerk für das Consumer-Geschäft, sondern der Anspruch ist schon über die nächsten Jahre den dominanten European Player für Online-SME-Finanzdienstleistungen zu erzeugen. Das ist die Strategie. Aktuell in 6-7 Ländern live. Natürlich mit der Zielsetzung, das zu verbreitern. Der Markt ist ja riesig, ja, und sage ich mal, eigentlich auch politisch gewollt, dass kleine Firmen auch Zugang zu Krediten bekommen. Trotzdem haben auch viele Beispiele eher so nicht so funktioniert. Also ich habe mir in den USA mal One Deck Capital angeschaut, die wurden jetzt, glaube ich, gekauft von Innova, weil, glaube ich, halt auch sehr, sehr viel Angst, was ja auch die Ferratum-Aktie, glaube ich, halt auch belastet. Das ist halt jetzt die Frage, ob man das zeichnen kann, dass sie sagen, okay, in guten Zeiten schreibe ich tolle Gewinne, ja, aber wenn wir da eine Krise bekommen, Und die aktuelle Krise ist sicherlich nochmal größer, als man jetzt das irgendwie sagt, als eine normale Krise. Ja, also ohne jetzt auf die genannten im Detail eingehen zu wollen, ich glaube, das, was ich eingangs geschildert habe, schon ein klares Differenzierungsmerkmal gegenüber den genannten, weil wir schon uns sehr, sehr viel breiter strategisch aufgestellt haben und mit dieser Transition in Richtung längere Laufzeiten, breitere Produktpaletten, strategischen Weg von diesem One-Trick-Pony zu einem breiten Fintech- und Finanzierungsservice-Provider anders und aus meiner Sicht deutlich besser aufgestellt sind. Zum Thema Krise und in Luft auflösen. Also in Luft hat sich zum Glück nichts aufgelöst während der Krise. Ich meine, das ist natürlich eine schwierige Phase oder war eine schwierige Phase, die letztendlich auch in der Beurteilung im Prozess selber schwierig ist, im Hinblick auf wie zieht man die Grenze zwischen Lost Opportunities und Risk Protection. Unsere Einschätzung war, dass in einem Worst-Case-Szenario in so einem negatively disruptive Umfeld das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man weitermacht wie bisher. Sprich also Exposure aufbaut und sich dann herausstellt, dass sich das Rückzahlungsverhalten dramatisch schlecht entwickelt. Daher haben wir uns dazu entschieden, sowohl im Consumer Lending als auch im SME Lending eher da und dort auf Upside Potential zu verzichten und die Volumina herunterzufahren aus Risk Management Gründen. Das hat sich im Nachhinein aus unserer Sicht als richtig herausgestellt. Wir haben uns also auf jene Risk Classes konzentriert, die sich auch als relativ stabil dargestellt haben und haben dann gegen Ende des zweiten
Quartals begonnen, wieder Portfolio aufzubauen. Sie hatten ja auch mal so White-Label-Banking-Angebote. Ich glaube, es gab mal eine Partnerschaft mit einem großen Touristikkonzern. Ist dieser Bereich noch relevant oder wie sieht man das langfristig strategisch? Ja, strategisch ist er absolut relevant. Also ich möchte jetzt keine konkreten Partnerschaften ankündigen, aber absolut, ja. Also das Thema Mobile Lending als Basis, darüber hinaus Wallet aus den skizzierten Gründen und darüber hinaus dann als dritte Ebene, wenn man so möchte, die Plattformlogik, die es eben auch anderen Service Providern ermöglicht, da anzudocken und beziehungsweise dem Unternehmen ermöglicht, mit der Unterstützung von Dritten das Services zu erbringen. Die Strategie hat sich dahingehend nicht geändert. Das ist nach wie vor ein Thema und wird auch weiter ein Thema bleiben. Absolut. Nicht so lang werden lassen, es sind noch zwei Fragen gegen Ende. Ja. Wo will Ferratum, Sie haben da mit Cashbox schon eine Richtung gesagt, wo wollen ihr so in 3 oder 5 Jahren hin, so von der Vision und von der langfristigen Strategie? Ja, also zum einen schon ganz klar Push in Richtung Wallet. Also das spielt in der strategischen Planung eine sehr starke Rolle. Auch das Thema Prime Lending, längerfristige Kredite, höhere Kundenbindung ist der zweite Themenbereich, der eine sehr, sehr große Rolle spielt. Der dritte ist dann das Thema Partnerschaften, Plattform, also Hinentwicklung von einem Ein-Produkt-Service-Unternehmen zu einer breiteren Produktpalette, die aber selber noch in der Wertschöpfungskette zur Kette selber gebracht wird. Und dann eben die Plattformlogik ist der dritte Schritt. Okay, und letzte Frage, was ist das, was die Investoren am meisten über Ferratum missverstehen? Ne? Weil man kann natürlich jetzt sagen, wenn man sich die Finanzzahlen anschaut, erscheint Ferratum sehr, sehr günstig. Wenn man sagt, wir sind eine Fintech-Aktie, denkt man, okay, eigentlich zu günstig. Wenn man lieber sagt, okay, wir sind ein Microcredit-Anbieter, kann man natürlich auch sagen, okay, ich habe hohe Risiken, aber sind es bestimmte, wo tun, wenn Sie mit Investoren, sei es Privatanleger, institutionellen Anleger sprechen, was verstehen die oft falsch oder was erklären Sie am liebsten oder was würden Sie gern, dass der Markt anders sieht? Ja, zum einen, dem haben wir ja auch Rechnung getragen über die geänderte Branding-Strategie. Ich denke, dass die Perception des Unternehmens und die tatsächliche Breite der Leistungserbringung noch nicht ganz zusammenpassen. Das heißt, da müssen wir sicherlich mehr erklären. Punkt 2, aber das Thema Visibilität erhöhen ist sicher ein Thema für uns. Okay, das hört man natürlich gern. Vor allem, ich glaube, wenn Sie jetzt zeigen können, über 20, wir hatten eine Krise, das Geschäft kracht trotzdem nicht zusammen, hat man natürlich dann auch, glaube ich, so ein paar Gegenargumente, dass man sagen kann, wir sind doch nicht so zyklisch, wie man es vielleicht der Markt irgendwie das wahrnimmt. Genau. Okay, damit vielen Dank, Herr Eger, bedanke ich mich für das Gespräch und alles Gute und vielleicht hören wir noch viel von der Ferratum AG. Ciao. Danke fürs Gespräch. Bis dann. Ciao.